Willkommen, liebe Leute, bei einem weiteren Pflanzenporträt-Steckbrief. Geht um die Winterkresse, auch Barbara-Kraut genannt. Aber weil es dort gerade zufällig siehst, jetzt ist es ewig gekupft, das war eine Blutzikade. Blutzikaden machen auch so Schaumnester wie die Schaumzikaden, nur meistens am Boden und nicht in der Luft. Aber ist jetzt auch wurscht. Barbara-Kraut, Winterkresse, darf ich vorstellen. Die Gattung Barbara-Kräuter enthält ca. 20 Arten und dies ist eben das gewöhnliche Barbara-Kraut, oft wird es nur Barbara-Kraut genannt oder eben auch Winterkresse. Zum Namen Barbara-Kraut, wie kommt es da, ist der heiligen Barbara gewidmet. Wer solche Widmungen eingeführt hat, weiß ich nicht. Nehmen wir mal an die Kirche oder keine Ahnung. Aber das ist die heilige Barbara, ist auch die Schutzpatronin von Bergleuten und Steinbruchsarbeitern und derer ist die Pflanze gewidmet. Das ist die eine Erklärung, Winterkresse, andere Erklärung, das ist eine zweijährige Pflanze, das heißt im ersten Jahr, also keimen die Samen und bilden eine Rosette. Und diese Blätter in dieser Rosette sind voll lang verfügbar. Also das ist bis November, Dezember oft findbar und nutzbar, das Grün. Und weil Senfölglykoside drinnen sind, schmeckt es kresseartig, deshalb Winterkresse. Aber ja, da habe ich jetzt schon ein bisschen weit ausgeholt, dann muss ich genauer werden. Weil zweijährige Pflanze heißt eben im ersten Jahr entwickelt eine Rosette, speichert in die Wurzeln, schauen wir sie dann eh an, Energie. Und im zweiten Jahr steigt es dann auf und macht diesen Blütentrieb, der was dann eben zu Schotenfrüchten führen wird. Zeitgleich, sie überwintert praktisch lang, ist grün, aber irgendwann ist dann das angelegte Grün auch nicht mehr appetitlich und sexy. Aber man sieht, wenn man genau schaut, da wo das jetzt alles wieder rausgewachsen ist, das Erneuerungsorgan liegt auf der Erde auf, also somit ist ein Hemikryptophyt, wenn man es zuordnen möchte, von der Verortung des Überdauerungsorgans. Wenn solche Sachen genauer interessieren, habe ich mal was gemacht, das verlinke ich da hier oben, wo man eben Geophyten, Hemikryptophyten, Chamäophyten und Phanerophyten das ein bisschen genauer erklärt kriegt. Das Ganze ist eben gehört zur Familie der Kreuzblütler, ist eine Kreuzblüte, wenn man sich das genauer anschaut. Wenn meine Kamera das besser kennt, dann würde man auch sehen, beziehungsweise wenn ich das auseinanderklabert, dass typischerweise 6 Staubblätter gibt, wobei 2 davon kürzer sind wie die anderen 4. Das ist typisch für die Kreuzblüter. Und dass in der Mitte auch ein Stempel sitzt, also der Damenteil, der was dann, wenn befruchtet, zu einer Schotenfrucht führt. Diese Frucht ist ein Austrocknungsstreuer, das heißt, wenn diese Schote, wir sind da, dazu gesagt gleich, ich fahre mit euch dann eh noch in der Siedlung, da habe ich voll große Exemplare gesehen, weil da versuche ich das jetzt schon zu sagen, dass das größentechnisch sehr variabel sein kann. Wie bin ich jetzt für die Schoten dort hingekommen? Manchmal ist mir hier ein echter Zirkus. Wir haben noch keine Schoten. Ich habe die Hoffnung, dass vielleicht dort bei diesen siedlerischen Exemplaren schon Schoten ausgebildet sind, weil die stehen dort schön in der Sonne und die haben es oft leichter im Wachsen. Weil ich es da so schön sehe, aua, jetzt hat er ein Distel eingegriffen, mein Pflanzenkasperl. Schaut, die steigen da gerade noch auf. Da sehen wir jetzt noch knospige Blütenstände. Da möchte ich gleich zum Essen kommen. Es ist ungiftig und gut essbar. Im zweiten Jahr, so wie es da jetzt eben ist, werden die Blätter jedoch sehr bitter. Man kann es dann durch Wässern entbittern, aber eigentlich sind die Blätter am geschickten essbar im Rosettenstadium. Das heißt, da jetzt vielleicht noch, da steigt die Pflanze gerade auf, da vielleicht noch, also wenn bitter nicht stört, kannst du das immer essen. Aber eben am besten Rosettenstadium, ausschauen dann die immer so, schaut,
also leierförmig gefiedert. Große Endfieder und dann ein paar solche Fiederblätter. Dann kann man das gut essen. Oder was auch zum Beispiel ein Tipp ist, so wie da eben diese Blütenknospen sind, das kann man sich so pflücken und das kann man dann ein bisschen in Salzwasser sortieren, dann wie Brokkoli reichen. Also das ist vom Mundgefühl ein bisschen Brokkoli ähnlich. Also kann man wirklich ausprobieren. Man kann es auch einfach roh essen. Ist überhaupt kein Thema. Wurzeltechnisch schauen wir es dann eh an, da ist nicht viel zum Holen. Das kann man vergessen, aber Blätter, spinatig verkochen, roh verwendbar, super Sache. Weil da eh gerade so viel umeinander fliegt, Bestäuber. Wenn man sich diese Blüten anschaut, die sind, ich gehe wieder da zu meinem Prachtexemplar, wo ich das auch alles vorbereitet habe, die sind nicht wirklich kompliziert aufgebaut. Da kann alles vorbeikommen, weil wenn ihr eine komplizierte Blüte habt, zum Beispiel Lärchensporen oder eine recht trichterförmige Blüte, dann muss ja der Bestäuber einen langen Rüssel haben, dass er irgendwie zur Belohnung, in dem Fall ist wieder Nektar, dazukommt. Das schränkt oft die Bestäuberarten ziemlich ein. Das ist da überhaupt nicht gegeben und sie bietet eben Nektar und Pollen an. Da gibt es bei den Imker so einen Nektar- und Pollenwert, also da ist 4 das höchste, 0 ist gar nichts. Und da hat das Barbarakraut 2 und 2, also einen Mittelwert beim Nektarangebot und einen Mittelwert beim Pollenangebot. Also da kommen dann auch Schwebfliegen vorbei und ein paar Falter und Fliegen und Bienen, also da hilft alles mit. Eigentlich, also sie ist zwar nicht selbst steril, es kann vorkommen, dass praktisch Selbstbestäubung passiert, aber die Regel ist Fremdbestäubung. Bestäuber haben wir jetzt, dann kommen eben so Schotenfrüchte raus. Trockenaussteuer, das habe ich ja schon gesagt, also dann werden das platzt irgendwann auf und dann verstratzt die Samen und wenn es einen Klick hat und es geht der Wind, dann vertragt der Wind das auch noch. Also Selbstausstreuung, da kommen keine Ameisen vorbei und holen das oder es ist keine Verdauungsausbreitung oder sowas. Macht es nicht, das Barbarakraut. Ist eine zweijährige Pflanze, habe ich ja schon gesagt, und als zweijährige Pflanzen braucht man zumindest eine Wurzel, dass man was speichern kann, dass man im nächsten Jahr austreiben kann. Beim Barbarakraut finde ich die Wurzel punkto Essen mehr wie vernachlässigbar. Erstens ist nicht viel da und zweitens, das sehen wir da schön, das da ist verholzt. Also der Hauptteil dieser Wurzel, wenn man wirklich einen Hunger hat, kommt man praktisch versuchen, dass man diese Einkleidung kaut, aber es ist keine Energiewurzel, also darum kann man eigentlich vergessen. Aber Speicherstoffe lagert es eben da ab für diesen Blütentrieb im zweiten Jahr. Was ich eben toll finde, schaut, auch dies ist eine voll entwickelte Wintergresse, aber und auch dies ist eine voll entwickelte Wintergresse. Also da sieht man echt, wie variationsreich dieses Bild sein kann. Von einem großen Blütentrieb zu einer Pflanze mit vielen Blütentrieben, was dennoch ja eine Pflanze ist, also ein Wurzelsystem, wo dann eben am Kopf mehrere, also am Wurzelhals mehrere Blütentriebe ausgetrieben haben und eben auch solche Hungerformen, ziemlich unscheinbar sind. Also ihr könnt es mir raten, wo sie sich auszahlt, dass man was zum Essen sucht. Na ja, genau, tata. Okay. Wie mache ich es? Ich mache es jetzt einfach so. Ich fahre in die Siedlung, wo ich diese großen Exemplare gesehen habe und dort sage ich noch was zu den Inhaltsstoffen. Habe ich das mal, mache ich ja selten, aber ich finde schon langsam eine Form, wie ich es sinnvoll machen kann. Weil mein Problem ist, ich werde über Pflanzen, über die Heilwirkung, ich habe da ein Problem, wenn man sagt, die Pflanzen heilt dies und dies und dies.
weil ganz oft stimmt das so vereinfacht nicht. Aber ich freue mich mittlerweile darauf an, dass ich es auf Stoffgruppen runterbrechen kann. Weil Senfölglykoside zum Beispiel, was da zum Beispiel auch drinnen sind, und ätherische Öle und Bitterstoffe sind gut erforscht und da weiß man, was mit uns tun. Und das kann man ja, finde ich, dann dazu sagen. Also ist mir viel lieber, wenn ich sage, Bitterstoffe regen die Verdauung an, und sind gut für unser Magen-Darm-System, wie dass ich sage, Barbara Kraut heilt Darmkrebs. Weil, Entschuldigung, liebe Pflanzenkollegen da draußen, die was auch Videos machen, ich sehe das ganz oft und ich finde das sträflich. Darum möchte ich das anders machen. Aber okay, der, was jetzt zuschaut, du kannst noch sitzen bleiben, ich fahre in die Siedlung und dann schauen wir sich das nochmal an mit den Inhaltsstoffen. So schaut's. Da sind wir jetzt im siedlerischen Gebiet, also wenn wer im Hintergrund quatscht, mich stört es jetzt nicht, auch da eine Menge vom Barbarakraut. Und da sieht man, ist das ganz anders in der Erscheinung. Vielleicht gleich noch dazu gesagt, wo werdet ihr es denn finden? Also bei uns in Mitteleuropa, Österreich, Deutschland und Co. sowieso weit verbreitet. Und Amerika werdet ihr es auch finden, wenn ihr mal da hin wollt, unbedingt. Dort ist ein Neophyt. Wo, also verortet, wo wächst es gern? An Wegrändern, an Ackerrändern, an Kiesgruben, an Bahndämmen, also so eine typische Ruderalpflanze, also gestörte Plätze stören diese Pflanze nicht. Und da sehen wir, dass auch die Blatterscheinung eine ganz andere ist im Vergleich zu jenen Exemplaren, die was ich euch dort gezeigt habe. Mag mitunter auch nur dran liegen, dass es auch Unterarten gibt. Es gibt Frühlings-Barbarakraut, es gibt das krummfrüchtige Barbarakraut, es gibt das mittlere Barbarakraut. Also alles ist Barbarakraut, aber so verschieden in der Optik, dass zumindest der Unterort des Barbarakrauts punkto Beschreibung und Einsortierung ist. Auch das ist jetzt da gut möglich, dass das das erste, was ich hergezeigt habe, das mittlere oder das Frühlingsbarbarakraut war und das jetzt ein anderes Barbarakraut ist, ist jetzt auch nicht wichtig. Verwenden können wir es genauso. Dieses, und wenn wir schon beim Verwenden sind, haben wir ja gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Weiß das wer für euch? Schreibt es bitte in die Kommentare, sowas macht mich verrückt. Gelbe Blüten wird es kriegen und solche weißen Flecken. Nachdem das siedlerisches Gebiet ist, ist das sicher irgendein Flüchtling, also gehört sicher nicht zu uns daher. Also wenn das wer weiß, ja. Inhaltsstoffe, Barbara Kraut, Entschuldigung. Senfölglykoside sind erwiesenermaßen hilfreich, weil es antibakteriell entzündungshemmend, cholesterinsenkend sind auch mit hilfreich für die Aufrechterhaltung von Zellgesundheit. Aufpassen, ich sage nicht heilt Krebs oder solche Sachen, aber wenn man Pflanzen mit Senfölglykosiden essen, dann hat das, so wie eigentlich wahrscheinlich jede Pflanze, die was nicht arg giftig ist, für uns einen positiven Nutzen. Es sind auch Saponine drinnen. Saponine ist nicht ein Stoff, sondern eine Stoffgruppe. Und da gibt's ganz viele verschiedene davon. Und viele sind für uns hilfreich, zeitgleich können sie für uns auch giftig sein. Besonders wenn sie in die Blutbahn gelangen, können sie die Blutblättchen schädigen. Aber ist da drinnen und in so einer Weise, dass es auch aus ernährungsphysiologisch sinn- und wertvoll bezeichnet werden kann. Ätherische Öle sind ein bisschen drinnen. Auch dies, also so ätherische Öle werden von Pflanzen gebildet, einerseits um Anlockstoffe zu haben, andererseits auch aus Fraßschutz. Also auch da gibt's wieder, kann gesund sein, kann hilfreich sein, kann aber auch sein, dass giftig ist. Für uns und für andere. Und was ist noch drinnen? Flavonoide, die sind ganz oft zuständig für die Blütenfärbung und solche Sachen. Auch die erwiesenermaßen antioxidativ, also so freie Radikalenfänger, entzündungshemmend, durchblutungsfördernd und krampflösend. Dass man das ein bisschen dazu gesagt hat. Zeitgleich gibt's
viele Pflanzen, die was von den genannten Stoffen viel mehr enthalten. Gerade Senföl, Glykoside, da ist zum Beispiel am besten erforscht und auch empfohlen der Meerrettich, wir sagen auch Krenn dazu, oder die Kapuzinerkresse. Also, aber ja, die ist der Vollständigkeit halber. Okay, passt. Also ich denke, Barbara Kraut, wichtig eben, dass das Erscheinungsbild eine ganz starke Variable sein kann. Hat eben einerseits mit Wuchsbedingungen zu tun, wie wir erst bei der Wiese dort gesehen haben, kann aber auch verursacht sein durch das, dass es eben eine Unterartenvielfalt gibt innerhalb der Art gewöhnliches Barbarakraut Wintergresse. Okay, ich werde mir da jetzt auch noch ein bisschen was schnappen für mein Mittagsessen und euch wünsche ich Mahlzeit und viel Spaß beim Selberfinden.